Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder face to face. Und zwar habe ich ein paar Modellpferde-Infos für euch für die nächsten paar Wochen. Und zwar von Oktober bis Mitte November. Und zwar als allererstes, alle Infos, die ich hier schreiben werde, gibt es zusätzlich auf Instagram und auf der Beschreibung. In der Beschreibung eher gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das Video schneide, deswegen entschuldigt ein paar Sprachfehler, falls ich welche habe, was ich immer habe. Ihr kennt mich ja mittlerweile seit 27 habe ich mein YouTube-Jubiläum. Seit 5 Jahren bin ich jetzt auf YouTube. Und ja, legen wir mal gleich los. Und zwar ist am 6. Oktober die Live-Show in Bingen wieder. Da werde ich teilnehmen. Anmeldefrist war leider schon. Besucher sind in Bingen, glaube ich, auch gestattet. Das ist Bingen am Rhein. Findet am 6. Oktober statt. Und dann das nächste, was folgt, ist am 13. Oktober mein Modellpferde-Fotoburg in Heidelberg. Alle Infos dazu gibt es auch in der zusätzlichen Facebook-Gruppe und auch hier in der Beschreibung. Das heißt, falls ihr interessiert seid, mit anderen Collectors und anderen Sammlern mit auf Fototour zu gehen und deren ihren Modelle zu fotografieren und auch meine und eure, dann meldet euch bei mir an unter Instagram, unter Ich liebe Schleich oder Briar Realistic Pictures. Alles wird hier aufgelistet. Oder per E-Mail unter helena.rupertfotografie@gmx.de. Findet ihr auch alles nochmal in der Beschreibung. Und ja, da werden wir einen ganzen Tag in Heidelberg verbringen. Treffpunkt ist Samstag, der 13. um 14.30 Uhr. Ich weiß, dass viele Kommentare kommen werden wie, oh, das ist viel zu weit weg und blablabla, ich bin zu jung. Ihr könnt mit jedem Alter teilnehmen und falls ihr mit euren Eltern anreisen wollt, die können gerne mitlaufen oder euch in meine Obhut geben und die wunderschöne Stadt Heidelberg anschauen. Heidelberg ist eine tolle Stadt, eine tolle Sehenswürdigkeitenstadt. Man kann sehr viel erleben dort und sehr, sehr viel mitnehmen. Deswegen ist es ein schöner Familienausflug, vielleicht mal übers Wochenende mit eurer Family oder mit euren Eltern halt. Oder wenn ihr schon alt genug seid, für einen halben Tag oder einen ganzen Tag alleine. Ja, dann, wenn ihr teilnehmen wollt, wie gesagt, meldet euch bei mir. Könnt auch in den Kommentaren alle nötigen weiteren Fragen stellen natürlich. Und ja, das nächste, was dann kommt, ist die Modellpferdebörse. Dazu mein letztes Video anschauen, falls ihr da noch nicht Bescheid wusstet. Ihr müsst euch nur anmelden, wenn ihr als Verkäufer da teilnehmen wollt. Zu den Infos, ich arbeite ein bisschen enger mit dem AHS momentan zusammen. Das heißt, es wird noch ein bisschen mehr geben als nur Verkauf, Tausch und Kauf, sondern auch ein paar Workshops, ein paar Präsentationen, ein Stablemate Repaint Wettbewerb wird es geben. Es wird so ein richtig kleines Fest und das ist das erste und deswegen werden wir das für Jahr ein bisschen weiter aufbauen, ausbauen. Das heißt, wenn es jetzt nicht im ersten Jahr direkt perfekt ist, dann muss es das ja auch nicht sein. Benzheim war auch nicht das, was es jetzt ist vor 18 Jahren. Deswegen gehe ich da mit einem super guten Gefühl rein und ich freue mich richtig drauf. Und das nächste, was dann ist, ist die Live-Show in Gardenheim am 17.11., das ist gleich eine Woche später. Die Plätze sind da leider alle schon voll. Das ist die Live-Show von Diamond Gate Stables auf Instagram, früher hier auf YouTube Tierfreak 2010, die Gina, falls ihr sie noch kennt. Und ja, das ist auch alles, was so wichtig ist in den nächsten paar Wochen. Aber am wichtigsten ist mir halt momentan der Walk. Falls ihr da teilnehmen möchtet, meldet euch bitte bei mir. Alle Infos findet ihr zu mir. Heidelberg ist super gut erreichbar. Züge fahren von aller Welt nach Heidelberg. Von daher ist es eigentlich richtig cool, dahin zu fahren. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Und der Treffpunkt ist auch direkt am Heidelberger Hauptbahnhof. Das heißt, ihr könnt mich nicht verfehlen. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Sagt euren Eltern Bescheid, fragt sie. Ihr könnt mit einem Smartphone kommen, mit einer normalen Kamera, mit nur einer Kamera, mit einer Spiegelreflex. Ihr könnt mit jeder Ausrüstung mitkommen oder halt einfach so, wenn ihr Lust habt. Teilnahme ist kostenlos natürlich. Über freiwillige Organisationsspenden freue ich mich vor Ort. Ist keine Pflicht, freue mich trotzdem drüber, weil das alles so ein bisschen drumherum ist. Und ich habe letztens eine Modellpferdetratschgruppe in Facebook erstellt. Die ist für deutsche und englische Leute in jedem Alter. Da bringen wir so ein bisschen Pep in die Modellpferde-Community rein und da könnt ihr dann jede weiteren Möglichkeiten mit Leuten aus der Community zu quatschen nutzen.
Link ist in der Beschreibung. Ihr braucht nur dazu einen Facebook-Account, um in die Gruppe reinzukommen. Aber ansonsten ist es dann nichts weiter Schlimmes. Und ja, ansonsten, ich hoffe, ich konnte alle Infos klären. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann sagt mir Bescheid und freue mich auf die Leute, die zum Fotowalk kommen. Meldet euch bitte an, dass ich weiß, wie viele Leute kommen. Gerade per Insta Namen schreiben, Alter schreiben und wann ihr da seid am Heidelberger Hauptbahnhof. Toll wäre natürlich vor 14.30 Uhr, weil ich möchte nicht so lange am Hauptbahnhof warten. Gerade wegen den Leuten, dass die dann auch was vom Tag haben. Deswegen, ich freue mich richtig, wenn da ein paar Leute kommen. Gerade wenn es nur 5 Leute sind, das reicht vollkommen. Wenn es noch mehr werden, das wäre natürlich mega geil. Deswegen fragt rum, tut den Leuten Bescheid geben und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, fragt mich das ruhig. Ciao, Leute.